Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Master Builders. Und es geht direkt los. Ja, es geht direkt los. Und mit dabei ist Greta natürlich. So, mal sehen, was wir denn jetzt so Schönes bauen dürfen. Die Map ist Jungle Hideout, das interessiert. Eine Rocket. Rakete. Cool, das heißt, ich suche erstmal. Nope. Okay. Irgendwas. Oh. Warte. Also ich suche erstmal Redstone Clay. Oh je, oh je. Was denn? Ich habe schon nach White gesucht, aber ich suche. Ja, dann nehme ich halt den Whitestone Clay, meine Nein, Fresse. das geht nicht. Wow, das ist pink. Ach so, okay, also nehme ich dann. Wow, jetzt ist schon fast die Hälfte der Zeit rum, bevor ich irgendwas gebaut habe. Es tut mir ja leid. Das kann ich nicht. Bist du dumm gewesen? Du bist zu inkompetent gewesen. Wer ist zu inkompetent? Du natürlich. Gott, warte mal. 2, 3, 4. Ach, Mist, geht nicht. Okay, warte. Warum? Weil ich dann in Mitte brauche. 1, 2, 3. Du musst doch bauen. Da. Ja, klar. So. Jetzt müsste es symmetrisch sein eigentlich, ne? Ist es auch. Na gut. So, direkt. Zack. Oh Gott, diese Rakete wird viel zu aufwendig, glaube Wird sie auch bebauen und so weiter. Solange sie gut aussieht. Aber sie sieht bestimmt richtig gut aus. Also das würde ich jetzt in einer anderen Farbe machen. Ja, wird's auch, warte mal. In rote Wolle oder so. Ja. Nee, die Rakete geht auch. Soll ich dir sagen, warum? Ganz, ganz bunt würde ich sie machen. Nee. Ach so! Nur so ein roter Streifen, das ist voll eine gute Idee. Naja, ich mach so eine Art NASA-Rakete mit verschiedenen Modulen, die sich so abspalten können halt. Das Dann kannst du heißt so ein so. Banner machen an der Seite. Na, mal sehen, wie weit ich Ja, die ist hoch komme. genug. Nein. Geh mal nach hinten. Dann siehst du das. Sieht eigentlich schon gut aus. Sie ist halbwegs hoch genug, ja. Was ist das? Ah, die Rakete hat. Was ist das? Das braucht so ein bisschen Stabilisatoren Gut, an der noch eins Seite. länger dann. Das ist hier, oder? Ja. Nee. So? Nein, 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 Nee, mach das so ist weg. gut. Finde ich. Spitze ist halt nicht ganz normal. Ja, wie soll man denn in Minecraft bitte schön eine Ja, okay. Spitze bauen? Und da unten eine Fackel. Nicht orange. Was ist das überhaupt? Ein Feuer? Ja, so halbwegs. Wir machen noch rot rein. Ja, kommt ja noch. Kein Stress. Dann nicht alles zueinander halt. Und dann wieder gelb hier. Okay. Gelb. Ja, ist ja doch Du redest gut. so wenig, wenn du. Ja, ich weiß, wenn ich baue, bin ich mega konzentriert. Das tut mir auch leid, Leute, wenn ich dann so wenig rede. Das ist extra. Finde ich, das, wenn du zu viel Geld machst, ist nicht gut. Da würde ich noch Ja. Redstone Clay machen. Nein, 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 Red Clay ist doof. Jetzt hast du wieder zu viel Geld und zu wenig Rot. Und dann wieder Orange an einer Stelle links. Ja, so. Jetzt will ich das lassen. Oder da noch eins draufsetzen. Wo? Da. Auf das Orange drauf. Auf das Orange, ne? Da. Ja, so. Das soll aussehen wie so Feuer, das unten aus der Rakete kommt. Jetzt würde ich Boden ändern. Ja, stimmt.
Ach du Scheiße, warte. 25 Sekunden, deswegen gehen wir da ein. Ja, ist klar. Achso, ich kann den Ground zu, genau. Oder nee, so ist cooler. Ja, so ist cool. Und dann will ich noch Zaun rum machen. Ach nee, 5 Sekunden, das geht nicht. Ich muss versuchen, das noch einzusammeln. Oh je. Oh Gott. Oh jetzt Gott, sieht meine Rakete aus. Explosionen machen müssen. Ja, besser als das da. Okay, warte. What the hell? Wieso lebt man Minecraft nicht? Ah. Oh Gott. Okay. Also jetzt. Also sag nicht, deins ist schlecht. Das ist definitiv schlechter als deins. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe zu voten. Ich habe ihm jetzt okay gegeben. Das hier ist jetzt okay. War also gut mit so einer Startrampe, aber die Rakete sieht halt kacke aus. Woher sie geht? Naja, ist so ein, so fliegender Würfel halt. Nicht mal Feuer oder so. Gott, okay, lädst du mal? Ja, okay. Das ist mäh, definitiv mäh. Das ist ein fliegender Block. Das ist ein fliegender Klotz. Ich würde nicht mal Eis Bleeding machen, da kommt mal das erstens. Failure. Das Particles. Ja, aber trotzdem ja. Failure, Alter. Particles können. Particles machen sollen. Oh, ich weiß. Ganz nice. Die ist so. Die gibt sogar gut. Also, die hat sogar eine Startrampe, wo so ein Mensch reinläuft. Also, ich finde die ganz cool. Ein Villager, ja, ich weiß. Das ist irgendwie nicht mehr drin. Ne, okay. Dann. Alter, wieso lädt das nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich meine Render Distance zu hoch. Das gucke ich mal. Oh Gott, die ist. Meh. Ich finde die ehrlich gesagt. Die hat Glas, aber pff, ein Villager drin, wow, toll. Ja, ist gut. Okay, Nacht. Nacht ist immer gut. Man muss was leuchten, wenn es Nacht ist. Alter, das ist eine Silvesterrakete, die kriegt ein Amazing. Ja, so. Das ist eine Silvesterrakete, das ist halt Fireworks und keine Rocket, aber ist okay. Trotzdem, es lohnt sich einfach dafür, der wird gewinnen. Wieder Nacht. Die ist gut. Ist gut, weil guck mal, deine Hits muss auch mit selber ausdenken, wie man gebaut hat. Ich muss gleich mal die Render Distance runterstellen, glaube ich. Ich glaube, die habe ich zu hoch. Mach ich zwischen. Warum ist das jetzt überall nach? Achso, ich dachte schon. Ja, und ich glaube, ich habe die Minecraft Sounds zu niedrig, weil ich höre überhaupt nichts. Hallo? Kuckuck? Okay, die. Oh, Failure. Das ist doch kein Failure gewesen. Nee, ich weiß auch nicht wieso. Oh das Gott, ist das ist ein Malaiser Bleeding, sorry. Was soll das denn sein? Also, der Gottes andere kriegt ein Failure. Der andere kriegt ein Failure und der nicht irgendwie. Das ist keine Rakete, das ist ein. Der kriegt auch ein Failure. Zu Recht, tut mir der leid, andere aber. Aber nicht zu Recht. Das war eigentlich voll die schöne Oka. Also, ja. Oh Gott, das ist meine Rakete. Okay, jetzt sieht man, wie kacke dein ist. Tut mir leid, weißt du. Also ist okay. Vielleicht ist hier auch ein Failure. Genau, sie ist ein Failure. Alter. Was hab ich gesagt? The fuck. Okay. Was hab ich gesagt? Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das hat Spaß. Da ist übrigens einer, der heißt Concrafter. Ja. Und, wehey, ich bin geworden... 90. 6. Wow. Das war aber... Das ja. War gar nicht so schlecht. So Leute, wir sehen uns sofort wieder in einer weiteren Folge. Ich checke mal kurz, was mit meiner Render Distance ist. Bis sofort. Hallo und da sind wir wieder in Minecraft Master Builders. Und zwar bauen wir heute hoffentlich was, was sich weniger schlimm. Coole Map. So also coole ich hätte Map. Gedacht, mal, Jan ist besser. Oh, Pizza. Pizza! Ich habe zuvor die gute Idee. Du nimmst Clay, White. Clay? Ja, genau. Nee, das geht nicht. Ah, irgendwie so ein pizzafarbiges. Das geht schon gut. So als Rand und dann machst du. Boah, ich habe voll die gute Idee. Und dann mit Salami und allem. So eine Riesenpizza. Mit diesem Teil, wo man die Pizza rausholt. So mit Kuchenteil. Du, guck mal, warte mal. Damit ich die Pizza belegen kann. 2, 3, 4, 5. Nicht so eckig. Nicht so eckig.
ist das doch nicht so eckig. Ja, warte mal. Gott, wat? Was machst du hier? Ich versuche eine runde Pizza zu bauen, meine Fresse. Ist schon besser. Ja, so ist gut. Hier ist mit Carpet. Oh ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Oder reinbauen natürlich. Du kannst ja zwei Pizzen machen, das ist, glaube ich, genug Zeit dazu. Also wenn du genug Zeit hast, dann würde ich eine so mit, also die hier so machen und dann andere mit Carpet. Ja. Und dann Tomatensauce eigentlich alles und dann einfach nur so mit Salami oder sowas. Das klingt nicht so. Nee, warte mal, ich mache hier die Carpet, gelb für Käse, dann es gibt da rot für und... Tomaten. Keine Ahnung, was kann ich denn noch nehmen? Die Farbe. Keine grün. Ahnung, was grün sein soll. Okay, das sieht definitiv nach einer Salami-Pizza aus. Nee, nicht alles bedecken. Das ist Käse, Mann. Ja, so, das ist voll gute Pizza, guck mal. Ein bisschen hoch. Da würde ich einen Teller oben machen. Ja, ja. Da unten würde ich so einen Teller machen, dass die Pizza nicht so hoch aussieht. Ja, ja, klar. Habe ich vor. Wenn ich noch die Zeit dazu habe... Hast du auch noch 2,5 Minuten. Das hoffe ich dann mal einfach, dass das reicht. Mir so einen... Die Pizza sieht besser aus als das da, die Rakete davor. Ja, die Rakete war vielleicht ein bisschen blöd, aber... Das ist jetzt, also ich hoffe, die Pizza gleich das aus. Du meinst, die Pizza kann die. Ja. Ich weiß es nicht, aber. Ich finde deine Pizza jetzt eigentlich voll gut. Also normalerweise sage ich dir auch, wenn ich die Sachen scheiße finde, deswegen. Könnt ihr sagen, dass ich nicht einfach sage, nee, das ist mein Bruder und deswegen. Ja, so, das ist eine Pizza auf dem Teller halt. Ach du Schande, mein Teller ist nicht symmetrisch. Ist der jetzt symmetrisch? Nope. God, no. Was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Wie kann das sein, dass das so ungefähr... Warte. Ah, okay. Ja, und jetzt noch Messer und Gabel daneben dran. Das geht ganz leicht in noch einer Minute. Ja, soll ich die... Nein, nicht so schief. Achso, ja. Das wird voll gut. Alter, ist die groß. So. Das ist eigentlich eher der Teller, der groß ist. Das sollte eine Gabel irgendwie werden. Keine Ahnung. Ja, so ist gut. Jetzt noch ein Glas, Trinkglas nebendran und dann ist es irgendwie... Dafür habe ich keine Zeit. Doch. Nein, nicht für ein Glas. Ich kann auf jeden Fall mal... einen Tisch. Ja. Und dann mache ich noch, Ah! 19 Sekunden noch, du Schande. Ich mach nur einen, also. Tschu. Das ist gut. Jetzt noch da! Wo? Da, genau. Da. Genau. Ja, so. Die ist voll gut geworden. Das ist meine Pizza. Das ist eigentlich voll gut geworden. Oh, Alter, die ist verbrannt. Oh, ist die verbrannt. Meh. Auf jeden Fall meh. Das ist eine echt verbrannte Pizza. Burn, Baby, burn. Guck mal, der hat ehrlich gesagt eine Grün in der Hand. Failure. Ja, das war auch klar. Guck mal, wie scheiße das ist. Direkt wieder ein Mäh. Alter, dieses Braun, Webin und Lila. Tut mir leid. Lila. Ich habe der anderen Mäh gegeben, dann muss ich dir auch ein Mäh geben. Das ist einfach nur, das ist so Braun und Lila eine Pizza. Ja, definitiv, ja. Das war kein Mäh. Alter. What the, das ist, ups. No, what? Das
ist mein Eiserbedien, das ist ja noch nicht meine Pizza. Ich habe aus Versehen da drüben drauf gedrückt. Was macht das? Reporten wegen inappropriate build. Ja, ist doch so. Alter! Oh Gott. Das ist einfach mehr, das ist mehr, weil das ist. Das ist schon ein bisschen eine Pizza. Wow, die sind verbrannt alle. Ach du meine Güte. Was steht denn da auf dem Schild? Lecker. Die ist ja eigentlich. Die ist sogar ein okay. Das würde ich eigentlich nur gut gehen. Nein, ist ein okay. Ja, die ist okay. Braun. Alter, angebrannte Pizza. Wieso lila. Checken die Leute nicht? Ist lila. Mit Hundehäufchen drin. Ja, und der Tisch hat auch eine. Vielleicht eine Tischdecke, aber wieso sollte die Pizza auf einer Tischdecke liegen? Er hat den ganzen. Ah, nee, das ist ein. Gott. Das ist ein. What is das? Ja. Das Kevin zockt. Das Kevin von das Kevin. Das Kevin zockt. Leute. Das geht mit dem Tisch ist. Tisch? It's okay, die, weil da halt ein Tisch. Okay, weil ein Tisch dabei ist. Aber die Pizza, ist viel zu hoch. Ja. Jo. Und auch einfach nur so. Radi, YouTube. Hey, was geht? Was kommen wir denn? Ja, das ist voll gut. Wer hat das so gemacht? You cannot own your own creation, ich weiß. Die laufen alle mit Grün rum. Ja, das ist zumindest meine Pizza, die nicht verbrannt ist, Alter. What? Was? Alter, Leute. Irgendwie bewerten die nicht richtig, oder? Nee. Wie war das ein Failure, bitteschön? Ich weiß es nicht. Guck mal, was das für Pizzen sind. Der Scheiß hat gewonnen. Ohne Witz. Und er ist irgendwie Siebter. Also, ich mag ich glaube, ich bin Fünfter geworden, Alter. Ich glaube, ja. Ich spiele mit dir mal wieder Build Battle. Das ist besser ja, als mal. Ich weiß nicht, hier sind, glaube ich, momentan echt nur Kleinkinder online. Guck mal, wie hat die Pizza gewonnen? Wie kann ich denn Rewards claimen? Alter, man hat doch voll gesehen, dass die Jans Pizza. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr dieses Video seht. Genau, aber meine Pizza war doch viel besser. Pizza ihr am besten fandet. Am besten eine braune oder schwarze Pizza. Schmeckt ja am besten, ne? So, genau. Dann sag ich trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen bei dieser Folge. Ich bin jetzt voll in einer schlechten Laune. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit Lord Jan spielt, was auch immer. So. Tschüss. Jo, ciao, Leute. Und schreibt's in die Kommentare. Genau. We'll be right back.